auf der Erde ist, und Ehre sei ihm in der anderen Welt. Er ist weise und bewusst. Er weiß, was in die Erde eingeht und was aus ihr herauskommt und was von Himmel herabsteht und was zu ihr aufsteht. Er ist beim Versehen und Verzeihen. Und diejenigen, die nicht glauben, sagen, unsere Stunde wird nicht kommen. Sag, es wird kommen, bei dem Herrn, der das Unbekannte kennt. Es wird sicherlich zu dir kommen. Nicht einmal das Gewicht eines Staubs wird ihm entkommen, weder im Himmel noch auf der Erde. Es gibt auch nichts Geringeres oder Größeres als das, ohne dass es in einem klaren Buch steht. Um diejenigen zu belohnen, die Glauben und gute Taten vollbringen, gibt es für sie Vergebung und edle Versorgung. Und diejenigen, die gegen meine Zeichen im Kampf, ihnen die Versuche, sie zu widerlegen, werden mit Schmerzhaft bestraft. Waffen diejenigen, denen Wissen gegeben wird, sicher, dass das, was vom Herrn zu auf herabgesandt wird, die absolute Wahrheit ist, und dass es auf den Weg der Mächtigen und Verherrlichten führt. Andere Geschöpfe neu erschaffen werden. Er findet Lügen über Gott oder ist er von Dämonen besessen? Im Gegenteil, diejenigen, die nach an eine andere Welt glauben, werden bestraft und sind weit in die Irre gegangen. Was an den Thron und der Erde vor ihnen und hinter ihnen ist. Wenn er will, wird er die Erde sie verschlingen lassen oder einen Teil des Himmels auf sie fallen lassen. Darin liegt ein Zeichen für jeden Diener, der ihn anspricht. Und David wurde gesegnet. O Hügel, feiert mit ihm und mit den Vögeln. Und ihm wurde biegsames Eisen gegeben. Mache daraus Rüstungen für den Kampf und mache sie präzise und zu gute Werk. Denn ich sehe, was du tust. Und zu Salomo der Wind, der morgens einen Monat lang und abends ebenso weit weckt und eine Kupfermine, um es zu schmelzen, und die Dämonen, die nach dem Willen des Herrn für ihn arbeiteten,
Und wenn einer von ihnen sich gegen den Befehl wandte, wurde er mit der Flamme bestraft. Sie bauten für ihn, was er wollte, versungen den Kmeller, Becken zur Wassersprichung und riesige stationäre Kessel. Arbeite, Familie David, mit Dankbarkeit. Und nur wenige meiner Diener sind dankbar. Als dann sein Tod festgestellt, festgestellt wurde, deutete ihnen nichts auf seinen Tod hin, außer einem Tier auf der Erde. Das nach einer gewissen Zeit anfing, in seinen Stab zu beißen, so dass dieser herunterfiel. Und dann wurde es den Dämonen ganz klar, dass sie, wenn sie nur das Unbekannte wüssten, nicht weiterhin unter schändlicher Strafe leiden müssten. Und für Saba gab es ein Schild an ihrem Wachnort, Garten zur Rechten und zur Linken. Ist die Versorgung des Herrn und sei ihm dankbar. Denn du hast ein so gutes Land und einen verzeihenden Herrn. Aber sie weigerten sich, und so wurde wegen eines gebrochenen Dams eine Überschwemmung über sie geschickt, und ihre Gärten wurden durch Garten mit bitteren Früchten, einigen Tamarisken und nur ein paar Zederbäumen ersetzt. Sie wurden auf diese Weise bezahlt, weil sie untreu waren. Und niemand wird auf diese Weise bezahlt, außer den Ungläubigen. Und zwischen ihnen und den gesegneten Städten, er platzierte andere Städte und bestimmte die Entfernung zwischen ihren Reisen. Reisen sie Tag und Nacht sicher an ihnen vorbei. Aber sie sagt: Herr, verlängere die Entfernung zwischen unserer Reise. Und so taten sie sich selbst Böses, und es blieben nur noch Geschichten über sie übrig, weil sie durch völlige Zerstreuung zerstreut wurden. Dies ist ein Zeichen für alle, die geduldig und dankbar sind. Und Iblis hatte mit seiner Anhamme recht, denn alle folgten ihm, außer der Gruppe der Gläubigen. Und er hatte keine Autorität. Und er hatte keine Autorität über sie, außer dass diejenigen, die an eine andere Welt glauben
und diejenigen, die daran zweifeln, bekannt sind und der Herr der Hüter von allen ist. Sagen Sie, rufen Sie diejenigen an, von denen Sie behaupten, dass sie Gott am nächsten stehen. Sie haben nicht das Gewicht eines Staubes in den Himmel oder auf der Erde, und sie sind nicht mit ihm verbunden, noch hat er irgendein, noch hat er irgendeine Unterstützung von ihnen. Und Mediation wird niemandem nutzen, außer denen, die er zulässt. Und wenn die Angst aus ihren Herzen verschwunden ist, fragen sie: Was hat der Herr gesagt? Sie antworten: Wacherheit. Er ist der Höchste und Groß. Fragen Sie sie, wer versorgt sie von Himmel und von der Erde? Sagen Sie: Gott. Sind wir oder sie also auf dem richtigen Weg oder eindeutig im Irrtum? Sagen sie: Sie werden nicht gefragt, was wir getan haben, und wir werden auch nicht gefragt, was sie getan haben. Sprich: Der Herr wird uns versammeln und dann zwischen und die Wacherheit aufdecken. Er ist der Öffner und weiß es. Sagen Sie, zeigen Sie denen, die Sie mit ihm verbinden. Vielmehr ist nur er allein Gott, der Mächtige und Weise. Und du wirst nicht gesandt, außer um alle Menschen glücklich zu machen und sie daran zu erinnern, aber die meisten Menschen wissen das nicht. Und sie fragen: Wann wird dieses Versprechen erfüllt? Wenn sie es ernst meinen, sprich: Für auch ist bereits ein Tag festgesetzt. Für auch ist bereits ein Tag festgesetzt, dessen Erfüllung ihr nicht um eine Stunde verzögern und auch nicht beschleunigen könnt, damit er vor der festgesetzten, Zeit eintritt. Und diejenigen, die nicht glauben, sagen: Wir werden niemals an diesen Koran glauben, noch an das, was davor war. Und wenn sie nur sehen könnten, wie die Übeltäter untereinander streiten, wenn sie vor dem Herrn stehen, damit die Unterdrückten zu den Stolzen sagen: Ohne auch wären wir gläubig. Und die Stolzen werden zu den Unterdrückten sagen: Haben wir auch von der Rechtleitung abgewandt,
nachdem sie auch bekannt geworden war? Im Gegenteil, ihr wart bereits Sünder. Und diejenigen, die unterdrückt wurden, werden zu denen sagen, die stolz waren. Im Gegenteil, du hast Tag und Nacht Tricks ersonnen, als du uns gezwungen hast, nicht an Gott zu glauben und ihn mit anderen gleichzusetzen. Und sie alle werden voller Reue sein, wenn sie die Strafe sehen. Und dann werden denen, die nicht glauben, Fesseln um den Hals gelegt, werden sie also bezahlt, außer für das, was sie getan haben. Und es wurde keine Erinnerung an eine Stadt geschickt, ohne dass ihre Wochen habenden Leute sagten, wir glauben nicht an das, womit du geschickt würdest. Und sie sagen immer noch, wir haben viel Vermögen und Kinder, also werden wir nicht bestraft. Sprich, der Herr versorgt, wenn er will, und hält ihn zurück. Aber die meisten Menschen wissen das nicht. Und weder Reichtum noch Kinder werden dich ihm näher bringen, sondern nur, wenn du glaubst und gute Taten tust. Solche werden einen doppelten Lohn für ihre Taten erhalten und in hohen Wohnungen sicher sein. Und diejenigen, die versuchen, seine Zeichen zu widerlegen, werden bestraft. Sprich, der Herr gibt seinen Dienern so viel, wie er will, und hält ihnen vor. Und was auch immer du gibst, er wird alles vergelten, denn er ist der beste Versorger. Und an dem Tag, an dem er sie alle versammelt, wird er dann zu den Engeln sagen, haben diese dich angebetet? Sie werden sagen, Ehre sei dir, wir waren nicht ihre Beschützer neben dir. Vielmehr fächerten sie Dämonen, vielmehr verrechneten. Vielmehr verrechneten sie Dämonen und glaubten großenteils an sie. An diesem Tag werden sie einander weder nützen noch schaden können, und zu den Übeltaten wird gesagt, erlebt die Strafe im Feuer, die ihr für eine Lüge gehalten habt. Und als ihnen seine klaren Beweise vorgelegt werden, sagen sie, er ist nichts anderes als ein Mann, der auch von denen erbringen will,
die eure Vater verrechnet haben. Und sie sagen auch, das ist nichts als eine erfundene Lüge. Und diejenigen, die nicht an die Wahrheit glauben, die zu ihnen gekommen ist, sagen immer noch, es ist nichts als offensichtliche Magie. Und es werden ihnen vorher keine Bücher gegeben, um sie zu lernen, und es würde ihnen vorher keine Erinnerung geschickt. Und sie dachten auch, dass es auch eine Lüge sei, die vor ihnen. Und sie haben nicht einmal ein Zehntel von dem, was ihnen gegeben würde, also dachten sie, dass die Boten falsch seien. Wie war also meine Zurechtweisung? Sagen Sie, ich rate Ihnen nur eines, stellen Sie sich zu zweit oder einzeln vor Gott und überlegen Sie es nicht dann gut, denn Ihr Begleiter ist nicht von Dämonen besessen und dient nur dazu, sie vor der schweren Strafe zu erinnern. Sag, welche Belohnung auch immer ich von dir verlangen mag, behalte sie für dich, denn Gott wird mich belohnen und er ist der Zeuge für alles, sprich. Der Herr präsentiert die Wahrheit, weil er das Unbekannte kennt. Sag, die Wahrheit ist genommen, die Wahrheit ist gekommen und die Lüge ist verschwunden und wird nicht wiederkommen. Sag, wenn ich in einer Täuschung bin, dann bin ich in meiner eigenen Täuschung. Und wenn ich geführt werde, dann aufgrund dessen, was der Herr mir offenbart, weil er hört und nahe ist. Und wenn man sie nur so verängstigt, sehen könnt, wenn sie erkennen, dass es für sie kein Entrinnen gibt, und wenn sie aus der Nähe gepackt werden, werden sie sagen, wir glauben an ihn. Und wie konnten sie jetzt gläubig sein, wo sie sich doch schon so weit von ihm entfernt hatten. Sie glauben von früher nicht an ihn und verleumdeten aus großer Entfernung das Unbekannte. Und es wird eine Barriere zwischen ihnen und dem, was sie wollen, errichtet werden, wie es bei denen vor ihnen geschehen ist, weil sie in beunruhigtem Zweifel waren. Koran Kapitel Prüfung. Glaubige Flüchtlingsfrauen sollen geprüft werden mit neuer hochdeutscher Übersetzung. Übersetzt, geschrieben, gelesen von Senat Brick. O ihr, die ihr geglaubt habt, nehmt meine Feinde und eure Feinde nicht zu Freunden und schenkt ihnen keine Freundschaft. Waren sie nicht
an das Glauben, was von der Wahrheit zu auch gekommen ist, nachdem ihr den Gesandten nannt und auch selbst vertrieben habt, nur weil ihr glaubt, dass Gott euer Herr ist. Wenn sie sich für meine Sache eingesetzt haben und nach Mitteln suchen, die zu meiner Zustimmung führen, nehmen sie sie nicht als Freunde an. Du vertraust ihnen zur Neigung an, aber ich weiß, was du verheimlichst und was du verkündest. Und wer von auch das tut, ist vom rechten Weg abgewichen. Wenn sie die Herrschaft über dich erlangen würden, würden sie sich dir gegenüber, wie Feinde, verhalten und ihre Hände und ihre Zungen mit den Bösen gegen dich ausstrecken. Und sie würden wünschen, dass auch die Ungläubigen würdest. Deine Verwandten oder deine Kinder werden dir niemals etwas Gutes tun, und am Tag der Auferstehung wird er zwischen auch richten. Und Gott, was du tust, ist das Sehen. Abraham und seine Gefolgsleute haben auch bereits ein hervorragendes Beispiel gegeben, als sie zu ihrem Volk sagten: Wir haben uns von dir getrennt und von allem, was du außer Gott dienst. Auch wir haben dich verleugnet. So wie du es verleugnet hast, uns und zwischen uns, und auch ist Feindschaft und Hass entstanden für immer und ewig, bis ihr an Gott allein glaubt. Mit Ausnahme der Worte Abrahams zu seinem Vater: Ich werde dich sicherlich um Vergebung bitten, aber ich habe nicht die Macht, irgendetwas für dich zu tun, um dich vor Gott zu schützen. Unser Herr, auf dich verlassen wir uns und zu dir werden wir zurückkehren, und zu dir ist das Ziel. Unser Herr, mache uns nicht zu Prüfungsobjekten der Ungläubigen und vergib uns, unser Herr. Du bist der Mächtige, der Weise. Sie sind für sie sicherlich ein hervorragendes Beispiel für jeden, der seine Hoffnung auf Gott und das nächste Leben setzt. Und wer sich abwendet, der weiß, dass Gott der Unabhängige von der Not der Lobenswerte ist. Vielleicht könnte Gott später eine Zuneigung zwischen ihnen und ihren Feinden herstellen, und Gott ist kompetent, und Gott ist verzeihend und barmherzig. Gott verbietet dir nicht, gerecht gegenüber denen zu handeln, die dich nicht wegen deines Glaubens bekämpfen und dich nicht aus deinen Häusern vertreiben. Gott liebt diejenigen, die gerecht handeln. Gott verbietet dir nur den Kontakt mit denen, die sich wegen deines Glaubens bekämpfen und dich aus deinen Häusern vertreiben und anderen bei deiner Vertreibung helfen. Er verbietet dir, Freundschaft mit ihnen zu schließen,
und wer mit ihnen befreundet ist der Übeltat. O ihr Glaubigen, wenn die gläubigen Frauen als Flüchtlinge zu euch kommen, untersucht sie. Gott kennt ihren Glauben am besten. Und wenn du sie als Glaubige gefunden hast, dann gib sie nicht den Ungläubigen zurück, denn sie sind für sie keine rechtmäßigen Ehefrauen, noch sind sie für sie rechtmäßige Ehemänner. Aber gib den Ungläubigen, was sie ausgegeben haben. Und es gibt keine Schuld auf dir, wenn du glaubige Flüchtlingsfrauen heiratest. Und es gibt keine Schuld auf dir, wenn du glaubige Flüchtlingsfrauen heiratest, obwohl du ihnen die Gebührende, obwohl du ihnen die Gebührende Entschädigung bezahlt hast. Und halte nicht an der Ehe mit ungläubigen Frauen fest, sondern bitte um das, was du ausgegeben hast, und lass sie um das bitten, was sie ausgegeben haben. Das ist das Urteil Gottes, und er richtet zwischen auch. Gott ist weisend und weise. Und wenn sie eine ihrer Frauen und die Ungläubigen verloren haben und anschließend etwas erhalten, dann geben sie denen Frauen gegangen sind, den Gegenwert dessen, was sie ausgegeben haben, und fürchtet Gott, an den ihr glaubt. O Gesandt, wenn die gläubigen Frauen zu dir kommen und dir schwören, dass sie niemanden mit Gott verbinden, noch stehlen, noch unrechtmäßig Geschlechtsverkehr begehen, noch ihre Kinder töten, noch Verleumdungen hervorbringen werden, dann werden sie es tun erfunden haben, noch werden sie dir in dem, was richtig ist, ungehorsam sein. Dann nimm ihr Versprechen an und bitte Gott um Vergebung für sie. Gott ist versiegend und barmherzig. O ihr, die ihr glaubt, habt keine Freundschaft mit einem Volk, mit dem Gott unzufrieden geworden ist. Sie haben an der Verlockung im nächsten Leben gezweifelt, so wie die Ungläubigen daran gezweifelt haben, den Bewohner der Gräber zu begegnen. Korankapitel Unterscheidung mit neuer hochdeutscher Sprachübersetzung. Übersetzt, geschrieben und gelesen von Senna Brick. Unermesslicher, beständiger und ewiger Ruch und Preis dem heiligen und edlen Herrn der Himmel und der Erde,
dem einzigen Gott, dem echten, werten und weisen Herrscher, dem geliebten und schönsten Schöpfer, dem gerechten, ehrlichen und aufrichtigen Richter, dem tugendhaften und gütigen, der beste Freund, der Allwissende, der Allmächtige und der Weiseste, Großartige und Höchste. This is my personal praise of God. This is not part of the chapter, which actually begins now. Gesegnet ist derjenige, der seinem Diener Unterscheidung Schwermögen gesandten hat, um die Menschen daran zu erinnern, und das ist derjenige, der Autorität über die Himmel und die Erde hat, und der kein Kind hat, und er keine Mitarbeiter in der Autorität hat, und der alles geschaffen und bestimmt hat. Und sie haben außer ihm andere Götter genommen, die nichts erschaffen, sondern selbst erschaffen sind und aus sich heraus weder Schaden noch Nutzen entrichten können, noch Tod, Leben oder Auferstehung geben können. Und diejenigen, die nicht glauben, sagen, das sind nur Erfindungen, die er erfunden hat. Und einige andere Leute helfen ihm dabei. Mit einer solchen Behauptung tun sie tatsächlich Böses und Lügen. Und sie sagen auch, er schrieb die Sagen älterer Generationen nieder, und sie werden ihm morgens und abends diktiert. Sprich, der hat ihn herabgesandt, der alle Geheimnisse der Himmel und der Erde kennt, der ist verzeihend und barmherzig. Und sie sagen, was ist das für einen Boten, der Essen ist und auf den Märkten umhergeht? Und warum wurde ihm nicht ein Engel gesandt, um ihn gemeinsam mit ihm daran zu erinnern? Oder warum hat er keinen Reichtum oder keine Garten vor, wenn er essen kann? Und die Übeltäter sagen noch mehr, folge einfach einem verzauberten Mann. Folge einfach einem verzauberten Mann. Schauen Sie sich nur an, wie sie verschiedene Beispiele über sie anfügen, so dass sie abschweifen und nicht den richtigen Weg finden, der dir, wenn er will, mehr geben wird als das, was sie zitieren, nämlich Gärten, durch die Bäche fließen, unter die Paläste, unter die Paläste darin bauen wird. Im Gegenteil, sie denken, dass die Stunde eine falsche Behauptung ist. Und wer auch immer denkt, dass die Stunde falsch ist,
fördern ist das Feuer verbergt. Wenn sie es aus der Ferne sehen könnten, würden sie es wütend brüllen hören. Und wenn sie in Ketten gefesselt an diesen engen Ort gefurten, geworfen werden, werden sie dort zur Zerstörung führen, vor der sie heute nicht eine Zerstörung herbei, sondern laden sie viele Zerstörungen ein. Sag, ist das Bessere oder die ewigen Garten des Paradieses, die den Vorsichtigen versprochen werden? Es ist ihre Belohnung und ihr Ziel. Sie werden alles in sich haben, was sie wollen, und für immer dort bleiben. Und das ist das wahre Versprechen des Herrn. Und an dem Tag, an dem er sie und diejenigen, denen sie neben Gott dienen, versammelt, wird er sagen: Habt ihr diese Diener ihr geführt, oder sind sie aus eigenem Antrieb in die Irre gegangen? Sie werden sagen: Ehre sei dir, es ziemt sich für uns nichts, einen Beschützer außer dir zu haben, aber du hast ihnen und ihren Vatern Freude gegeben, bis sie vergaßen, sich daran zu erinnern. Und zu einer ruinierten Nation werden. Sie denken, dass das, was ihnen erzählt wird, falsch ist, obwohl sie keine Verteidigung, oder Hilfe haben werden. Und wer von auch Böses tut, wird eine schwere Strafe erleiden. Und kein Bote wurde vor die gesandt, ohne Essen zu essen und über die Märkte zu gehen. Ihr seid die Versuchungen des Anderen. Ihr seid die Versuchungen des Anderen, also seid geduldig, denn der Herr sieht es. Und diejenigen, die nicht auf eine Begegnung hoffen, sagen: Warum werden uns keine Engel gesandt, oder warum sehen wir den Herrn nicht? Sie wurden stolz auf sich und widersetzen sich mit großer Rebellion. Und an dem Tag, an dem sie Engel sehen, werden sich die Sünder nicht freuen und sagen: Verboten und nicht erlaubt. Und ihre Taten, die sie getan haben, werden wie verstrauter Staub sein. Die Bewohner des Paradieses werden an diesem Tag an einem besseren Ort und in einem besseren Resort sein. An diesem Tag wird der Himmel durch Wolken geteilt und Engel werden herabgesandt. Die Macht an diesem Tag wird wirklich
den barmherzigen Gehören, und es wird ein schwieriger Tag für die Ungläubigen sein. Und an jenem Tag werden sich die Übeltäter in die Hände beißen und sagen: Och, ich wünschte, ich wäre dem Weg des Boten gefolgt. O Gott, ich wünschte, ich hätte ihn nicht zum Freund genommen. Er weist mich davon ab, ihn danach zu erinnern. Es wurde mir offenbart. Und der Teufel verlässt den Menschen immer. Und der Bote sagt: Herr, mein Volk hat den Koran abgelächnet. Und so werden die Sünder als Feinde jedes Boten bezeichnet. Und der Herr ist ein ausreichender Führer und Helfer. Und diejenigen, die nicht glauben, sagen: Warum wurde der Koran nicht auf einmal offenbart? Und es wird nach und nach auf diese Weise veröffentlicht, um sie zu stärken, und es ist so angeordnet, dass es in Teile und Teils ist. Sie werden ihnen keine Beispiele nennen, ohne die Wahrheit und die beste Erklärung zu erhalten. Und diejenigen, die auf ihrem Angesicht in der Höhle versammelt werden, solche sind in einer schlechteren Lage und sind vom Weg abgekommen. Und Mose erhielt das Buch. Sein Bruder Aaron wurde zu seinem Abgesandten ernannt. Also wurde ihnen gesagt: Geh zu den Leuten, die denken, dass meine Zeichen falsch sind. Und dann werden sie anschließend mit völliger Zerstörung vernichtet. Und Noachs Leute dachten, dass ihr Bote falsch sei. Deshalb wurden sie später entrückt und als Zeichen für die Menschen gemacht. Und eine schmerzhafte Strafe wurde für die Übeltäter vorbereitet. Und Erz, Thamud und Ras, Siedler und viele Generationen dazwischen. Und ihnen allen würden Beispiele gegeben und sie würden anschließend alle zerstört. Und kommen sie nicht an der Stadt vorbei, auf die der Regen des Unglücks fiel? Haben sie es nicht gesehen? Im Gegenteil, sie erwarten die Auferstehung nicht. Und wenn sie dich sehen, halten sie dich nur für ein Objekt des Spots. Ist das derjenige, den Gott als Boten gesandt hat? Er hatte uns fast von unseren Göttern abgebracht. Wenn wir nur nicht geduldig bei ihnen geblieben wären. Und wenn sie die Strafe sehen, werden sie erfahren, wer vom Weg abgekommen ist. Haben sie diejenigen gesehen, die ihre eigene Leidenschaft für Gott haben?
sind sie also ihre Vorgesetzten? Oder glauben sie, dass die meisten von ihnen hören und verstehen wollen? Im Gegenteil, sie sind wie Viech und sind noch weiter vom Weg abgekommen. Sehen sie nicht die Schatten, die der Herr ausdeckt, und wenn er gebohrt hat, hatte er sie unbeweglich machen können, und er machte die Sonne zu ihrem Führer und zog sie dann nach und nach an sich. Er ist derjenige, der die Nacht zu deinem Schutz und den Schlaf zu deiner Ruhe gemacht hat, und er hat den Tag so gestaltet, dass er dich wieder auferstehen lässt. Er ist es, der Winde aussendet, die frohe Botschaft vor seiner Gnade verkündet und dann reines Wasser von Himmel herabsendet, mit dem er die tote Erde wieder zum Leben erweckt und damit es auch zum Trank für die von ihm geschaffen, geschobt, für das Viech und die Menschen in großer Zachel wird. Und das ist es, was man ihnen sagt, um sie daran zu erinnern, aber die meisten Menschen sind nichts als untreu. Und wenn er will, kann er Machnungen in jede Stadt schicken. Folge also nicht den Ungläubigen, sondern kämpfe mit großer Schlacht gegen sie. Und er ist derjenige, der zwei Meere geschaffen hat, eines erfrischend und trinkbar, wachrend das andere salzig und brennend ist, und zwischen ihnen hat er die Barriere und ein unüberwindbares Hindernis errichtet. Er ist derjenige, der den Menschen aus Flüssigkeit erschaffen und für ihn familiäre und ehrliche Bindungen geschaffen hat. Denn der Herr ist mächtig. Und statt Gott dienen sie denen, die ihnen weder nützen noch schaden können. Denn die Ungläubigen sind ihre Helfer gegen den Herr. Und du bist nicht gesandt, außer um sie glücklich zu machen und sie daran zu erinnern. Sag, ich verlange von dir dafür keine Belohnung, außer dass es jeden, der will, dazu führt, der Weg zum Herrn einzuschlagen. Und vertraue auf den Lebenden, der nicht stirbt, und preise ihn mit Lobpreis, damit er die Sünden seiner Diener erkennt. Er, der die Himmel und die Erde und alles, was zwischen ihnen ist, in 6 Tagen erschaffen und dann den Thron errichtet hat. Der Barmherzig. Also fragen sie diejenigen, die sich dessen bewusst sind, nach ihm.
Und wenn zu ihnen gesagt wird, beuge dich vor dem Barmherzigen, sie sagen, und wer ist dem Barmherzig? Sollen wir uns niederbeugen, nur weil du es uns befehlst? Und das steigert ihre Abneigung. Gesegnet sei der, der die Sternbilder am Himmel angeordnet und in ihnen die Lampe und den leuchtenden Mond angeordnet hat. Er ist derjenige, der die Nacht und den Tag so gestaltet hat, dass sie einander folgen. Für diejenigen, die sich erinnern, und dankbar sein wollen. Und Diener des Barmherzigen sind diejenigen, die demütig auf der Erde wandeln, und wenn die Unwissenden sie ansprechen, antworten sie ihnen Frieden. Und sie verbringen die Nacht vor dem Herrn, indem sie sich verneigen, aufstehen und sagen, Herr, entferne von uns die Strafe der Hölle, denn es ist eine ewige Strafe. Es ist ein böser Ort und Wochenort, und diejenigen, die, wenn sie Geld ausgeben, weder verschwenderisch noch geizig sind, sondern zwischendurch moderat sind. Und diejenigen, die keinen anderen Gott außer Gott anrufen und keine Menschen töten, weil Gott es verboten hat, außer wenn die Gerechtigkeit es erfordert, und die keine Hurerei begehen, und diejenigen, die das tun, haben die Übertretung begangen und damit ihre eigenen am Tag der Auferstehung wird die Strafe verdoppelt und sie werden darin in Ungnade bleiben. Außer denen, die Buße tun und glauben und gute Taten vollbringen. Für sie wird Gott ihre schlechten Taten in gute umwandeln, denn Gott ist verzeihend und barmherzig. Und diejenigen, die Buße tun und gute Taten tun, diese haben mit aufrichtiger Reue vor Gott Buße getan. Und diejenigen, die kein falsches Zeugnis ablegen und hässliche Reden halten, gehen mit Ehre vorüber. Und diejenigen, die, wenn sie mich an die Zeichen des Herrn erinnern, sich nicht von ihnen abwenden, sind taub und blind. Und diejenigen, die sagen, Herr, gib uns von unseren Frauen und Nachkommen Trost für unsere Augen und mache uns zu Anführern der Vorsichtigen. Sie werden mit hohen Palästen belohnt, weil sie geduldig waren, und sie werden mit Frieden begrüßt. Sie werden für immer darin bleiben, und es ist die gute Siedlung und Wochenstatt. Sagen sie, dein Herr
würde sich nicht um dich kümmern, außer um deine Gebete. Und da du denkst, dass es eine Lüge ist, wirst du dafür zur Rechenschaft gezogen. Koran Kapitel 10 Land mit einer neuen deutschen Übersetzung, übersetzt geschrieben und gelesen von Senat Brick. Dies sind die Zeichen eines Buches und eines klaren Lesers. Die Ungläubigen werden es bereuen, dass sie sich nicht unterworfen haben. Lass sie essen und es genießen, von der Hoffnung getauscht zu werden, bis sie es erfahren, und noch keine einzige Siedlung wurde bisher zerstört, es sei denn, es steht bereits im Buch konkret fest. Also, keine Gemeinde kann es beschleunigen, noch kann es hinaus zu gehen. Und sie sagen, über wen wird verraten, du bist verrückt, denn warum bringst du keine Engel mit, wenn du echt bist? Engel werden nur mit der Wahrheit gesandt. Und dann werden sie nicht aufgehalten, und ihnen wird eine Erinnerung verkündet, die bewacht wird. Und es wurde auch schon früher bei den alten Sekten offenbart, zu denen kein Bote kam, ohne sie zu beleidigen, weil er so in die Herzen der Sünder eindringt. Sie werden trotz der Beispiele von früher nicht an ihn glauben. Und wenn ihnen die Tore des Himmels geöffnet werden und sie vorübergehend eintreten würden, werden sie sagen, unsere Augen sind erstaunt. Im Gegenteil. Wir sind ein verhextes Volk. Er platzierte die Sternbilder am Himmel, verschönerte sie für die Beobachter und beschützte sie vor den verluchten Teufeln. Und wenn sie lauschen, werden sie mit einer offensichtlichen Flamme beschossen. Und er breitete die Erde aus und errichtete starke Berge darauf. Er hat es so angeordnet, dass alles proportional darauf wächst. Und er gibt dir alles, was du zum Überleben brauchst, und du bist nicht der Versorger davon. Und es gibt nichts, was er nicht besitzt und dir außer einem bestimmten Maß schickt. Und er sendet den Wind aus, mit dem er bestaubt, und den lässt der Regen vom Himmel herabkommen, der zu eurem Getränk, dient und den ihr nichts aufbewacht. Und er gibt Leben und Tod und ist der Erb. Und er kennt deine Vorfahren, und erkennt diejenigen, die nach dir kommen werden.
und der Herr wird sie alle versammeln, denn er ist weise und weiß. Und er machte Menschen aus töpfergeformtem Ton. Und er erschuf die Dämonen schon vorher aus der Flamme des Feuers. Und als der Herr zu den Engeln sagt, ich werde aus Ton einen sterblichen Menschen erschaffen, und wenn ich ihm die Form gebe und meinem Geist in ihn hineinbläse, ihr vernägt auch vor ihm. Und alle Engel vernägten sich gemeinsam außer Iblis, der sich weigert, der sich weigerte, sich zu verbeugen. Er sagt, O Iblis, warum hast du dich nicht verbeugt? Er sagt, es gebührt mir nicht, mich vor einem Sterblichen zu verneigen, den du aus Ton erschaffen hast. Er sagt, vertreibe dich von hier und du bist verflucht bis zum Tag des Gerichts. Er sagt, Herr, gib mir einen Aufschub, bis sie auferweckt werden. Er sagt, sie wurden auf den bereits festgesetzten Tag verschoben. Er sagt, Herr, weil ich in die Irre gegangen bin, werde ich sie auch auf Erden schön machen und sie alle in die Irre führen, außer deinen echlichen Diener. Er sagt, dies ist der Weg meiner Gerechtigkeit. Ihr werdet keine Autorität über meine Diener haben, außer denen, die auch von den Verlorenen folgen, und die Höhle ist der versprochene Ort für auch alle zusammen, wo es 7 Tore geben wird, für jede Gruppe ein eigenes Tor. Und die Vorsichtigen werden im Paradies zwischen den Quellen sein. Geht in Frieden ein, und die Bosheit wird aus ihren Brüsten entfernt, so dass sie zusammen gute Gefährten sein werden, die einander gegenüber sitzen. Sie werden dort nicht müde und nicht vertrieben. Sagen sie meinen Dienern, ich vergebe und bin barmherzig. Aber meine Strafe ist eine schmerzhafte Strafe. Und erzähle ihnen von Abrahams Gästen, als sie zu ihm kamen und sagten, Fried. Er sagt, wir hatten Angst vor dir. Sie sagt, haben Sie keine Angst, denn wir bringen Ihnen gute Nachrichten über den Jungen des Wiesenden. Er sagt, wirst du mich im Alter glücklich machen? Und wie wird mich das glücklich machen? Sie sagt, du wirst wirklich glücklich sein, also sei nicht verzweifelt. Sie sagten, und wer außer den verblendeten
verzweifelt an der Barmherzigkeit des Herrn. Er sagt: Und was ist deine Aufgabe, o Boten? Sie sagt: Wir sind zu einem sündigen Volk gesandt, außer Luts Anhängern, die wir alle gemeinsam retten werden, außer seiner Frau, weil beschlossen wurde, dass sie zurückgelassen wird. Und als die Boten zu Lut und seinen Anhängern kamen, sagte er: Ihr seid ein unbekanntes Volk. Sie sagt: Im Gegenteil, wir sind wegen dem, worüber sie streiten, gekommen. Wir sind mit der Wahrheit gekommen und wir sind aufrichtig. Nimm deine Anhänger in der Stille der Nacht mit und du folgst ihnen und lässt niemanden von dir kehre um und geh vorwärts, wohin dir befohlen wird, und ihm würde der Beschluss verkündet, dass die Wurzel davon im Morgengrauen abgeschnitten werden soll. Und die fröhlichen Bürger kamen auf sie zu, und er sagte zu ihnen: Das sind meine Gäste, und bringen sie mich nicht in Verlegenheit, mich nicht in Verlegenheit vor ihnen. Seien sie vorsichtig vor Gott und beschämen sie mich nicht. Sie sagt: Haben wir der Welt nicht verboten, zu dir zu kommen? Er sagt: Hier sind meine Töchter. Wenn ihr etwas vorhabt, wachen sie betrunken, umkehrten, und ein Erbeben erschüttert sie im Morgengrauen, so dass alles auf den Kopf gestellt wurde und ein Regen aus bestimmten Steinen auf sie fiel. Darin befinden sich die Hinweisschilder. Hinweisschilder für Leute, die die Gegend erkunden, da sie sich immer noch an einer stark bewachsenen Straße befinden. Darin liegt ein Zeichen für die Glauben. Auch die Siedler des Dickits waren Sünder und wurden deshalb vernichtet. Sie liegen auch an einer stark bewachten Straße, und so lächelten auch die Bewohner des steinigen Landes ihre Gesandten ab, trotz der ihnen offenbart Zeichen, von denen sie sich abgewandt hatten. Und sie schnitzen Häuser in den Bergen, weil sie dachten, sie seien in Sicherheit. Doch im Morgengrauen erschütterte sie ein Erdbeben, und das, was sie von ihrem Besitz angehäuft hatten, half ihnen nicht. Und weder die Himmel noch die Erde und
was zwischen ihnen ist, werden ohne die Wachlichkeit geschaffen, und die Stunde ich unvermeidlich, und deshalb verzeiht ihnen mit einer sanften Vergebung, denn der Herr ist der Schöpfer und weiß es. Und 70 wiederholende Zitate und ein großer Reader werden für sie veröffentlicht. Richten Sie Ihren Blick nicht auf das, was Ihnen zum Genießen geschenkt wird. Trauern Sie nicht um sie und seien Sie freundlich zu den Gläubigen und sagen Sie: Ich erinnere Sie deutlich daran, wie es den Tälern erklärt wurde, denen, die das Buch in Zahlen aufteilen und die der Herr fragen wird, was sie getan haben. Erklären Sie daher offen, was ihnen befohlen wurde, und wenden Sie sich von den Gefragten ab. Ihnen wird geholfen. Ihnen wird geholfen im Hinblick auf die Beleidiger, von denen, die außer Gott andere Götter eingesetzt haben. Dadurch werden sie die Konsequenzen daraus erfahren. Und ich weiß, dass das, was sie sagen, einem auf der Brust drückt. Also lobt den Herrn und verneigt auch vor ihm und diene dem Herrn, bis das, was sicher ist, kommt.